Hi, ich bin die Lena. Ich bin hier in der Kleiderstube, so hieß sie ursprünglich mal, heißt jetzt Wiedergelebt im Laden vom Willkommenskreis und bin heute eingeteilt in der Vorsortierung. In der Vorsortierung geht es einfach darum, die Spenden anzunehmen und zu gucken, was können wir im Laden noch gut verkaufen und was geht in die Spende zu gehen. Ja, so ist das hier ganz lebendig. So. Also hier sind wir jetzt in der Vorsortierung angekommen. Hier landen alle Spenden und 1 bis 2 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gucken diese Spenden, Kleiderspenden durch, ob wir die noch gut im Laden verkaufen können oder ob die dann zu Gain gehen als Spende. Das macht einfach wirklich sehr viel Spaß, hier so vielen verschiedenen Menschen zu begegnen, mit super vielen verschiedenen Kulturen und jeder bringt sich ein, bringt was mit und das liebe ich einfach, das ist toll. Einmal in der Woche mache ich das, immer dienstags von 2 bis 6 und das gibt mir ein gutes Gefühl und ich tue was Gutes und darum. Das mag ich ja hier auch, dass ich mal in der Vorsortierung bin oder mal Preise auszeichne. Wenn unten Not am Mann ist oder an der Frau, dann gehe ich in den Laden und verkaufe oder mache auch Verkaufsberatung. Das ist einfach wunderbar. So, ich sortiere hier gerade die Preisschildchen, die wir hier öfter mal nehmen können oder wieder benutzen. Wie wiedergelebt bei der Kleidung, wieder genutzt bei den Preisschildchen. So, die Preise sind wirklich mega human. Wir haben hier so eine Liste erstellt, so als Anhaltspunkt. So, und jetzt würde ich quasi mal anfangen, würde jetzt mal diese Schuhe nehmen. Das sind Kinderhausschuhe, die noch in Ordnung sind, Wollschuhe, zwischen 2 und 4 Euro. Die ausgezeichneten Sachen, normal steht hier eine Kiste, tut sie jetzt nicht. Stelle ich das da auf die Kiste und wenn so ein Stapel zusammen ist, bringe ich es runter in den Laden oder eine Mitarbeiterin holt es ab und verteilt es. Ja, jetzt sind wir hier in der Kinderabteilung von Wiedergelebt. Wir haben das versucht, möglichst ordentlich nach Größen zu sortieren. Hier sind so die ganz kleinen Babysachen, die ich so gerne auch habe in der Auszeichnung. Das ist einfach schön, erinnert an die Zeit, wo meiner so klein war. Ja, jetzt gerade im Winter haben wir noch die warmen Accessoires, Mütze, Schal, so ein paar Bettwäsche für Kinder findet man hier auch. So, gehen wir weiter runter zu den Erwachsenen. Hier im vorderen Bereich haben wir Damenkleidung, erstmal die Jacken, hier nochmal ein paar Schuhe, Gürtel. Hier geht es weiter mit ein bisschen schickere Kleidung, Röcke, Bläser, Kleider, Handtaschen, Sportkleidung. Und hier ist so die Herrenecke. Und dann hier ist noch so ein bisschen Unterwäsche für Damen, ein paar Taschen noch und die Schmuckabteilung. Die Babykleidung tatsächlich, die finde ich toll. Ich habe gerne Babykleidung in der Hand. Ich zeichne super gerne aus, das mache ich gerne. Und ich gehe aber auch gerne mal unten im Laden gucken, wer da so einkauft und gucken mal, ob ich jemandem helfen kann bei der Verkaufsberatung. Das finde ich eigentlich so am besten, muss ich sagen, ja. Weil das entspricht meinem Wesen. Ich gehe gerne in Kontakt, ich liebe Menschen. Und dann gleichzeitig noch was Gutes zu tun und mit auch so lieben Menschen hier zusammen zu sein, brauche ich nicht viel mehr.